Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, da kommen wir mal zu der Wochenlegung, ne? Vom 23. bis zum 29. Ja, da frage ich mal, ich habe mal diese Billa-Karte von der Uta Dittrich schon ausgelegt, was da auf uns zukommen könnte. Also, auf den Ratsuchenden kommen Überraschungen zu, also auf dich, ne? Die peppen das Leben auf und fördern die Spontanität. Ja, die können aber positiv oder negativ sein. Sie können in den günstigsten Momenten oder zum schlechtesten Zeitpunkt in Erscheinung treten. Ne? Ja. Sei aber mal gespannt, was die Woche dir zu bieten hat. Bereite dich darauf vor, dass du ungewöhnlich und spontan reagieren musst. Um vielleicht ein bisschen mehr zu erfahren, ja, kann man natürlich noch mehr Karten ziehen. Das machen wir ja nachher, ne? Ja. Könnte eine tolle Zeit für Singles sein, ne? Zur Zeit ist alles möglich und alles kann passieren. An völlig unerwarteter Stelle kann der Traumpartner auftauchen. Ein Liebesgeständnis wird gemacht, mit dem man zum Beispiel nicht gerechnet hat. Einladungen können kommen, die überhaupt nicht eingeplant waren. Ja, aber genauso kann der oder die Angebetete sich ungewöhnlich verhalten oder die Beziehung auf einmal beenden. Also Überraschungen immer negativ oder positiv, ne? Ja, vielleicht wird auch nicht auf Anrufe reagiert oder dieser jemand kommt plötzlich in fremder Begleitung. Ja, Glück unverhofft kommt oft. Nach dieser Devise sollte man sowieso leben. Und auf die angenehmen und unangenehmen Zwischenfälle des Lebens vorbereitet sein. Überraschungen können sich aber auch als Chancen bieten, die man spontan ergreifen sollte. Auch wenn man eine genaue Vorstellung von seinen Lebenszielen hat, sollte man immer flexibel und innovativ sein, um sich im Bedarfsfall schnell den Gegebenheiten anpassen zu können. Ja? So, das ist mal, was nächste Woche kommt. Da hole ich noch die Tarot von der Nadine Breitenstein, hole von der Angelina Schulze die Tarot d'Enamour und die Seelenhilfe von der Diana und Chantal Eichstätter. So, da gucken wir mal. Was könnte dann nächste Woche so auf uns zukommen? Ja, mal sehen, im Namen Gottes. Was kommt nächste Woche auf das Seelenkollektiv zu? Welche Energien haben wir? Mit was können wir rechnen? Im Namen Gottes. Also vom 23. bis 29. Jo, kann sein, dass du krank bist oder wirst, aber die Karte steht auch für Verletzung. Du bist erschöpft, bist im Stillstand. Hockst irgendwie fest und wartest ab, ne? Denkst aber auch um, weil irgendwas hat dich ja krank gemacht, ne? Ja, der Stress. Also du hast scheinbar viel Stress in deinem Leben, ne? Jo, da wurdest du krank davon, bist überfordert, Chaos, ne? Fühlt sich unter Druck, bist im Stress, ne? Das sind die Dinge, die wo dich krank gemacht haben. Was kommt noch auf Seelenkollektiv zu? Ja, Ärger, Streit, Wut. Ja, durch irgendwas bist du bedroht. Durch den Stress vielleicht, ne? Aber den Stress löst wahrscheinlich auch irgendjemand aus nächste Woche, ne? Ja, aber du bekommst auch Einladungen nächste Woche. Oder machst irgendwas öffentlich, ne? Die Welt, die steht beim Tarot eigentlich fürs Ankommen, ne? Dass man an sein Ziel kommt. Ne? Ja, Schmetterling, es kommt eine Veränderung, ein Wandel. Jo, eine Überraschung. Du nimmst auch eine andere Perspektive ein. Der Schmetterling steht auch dafür, dass du dich verändert hast oder veränderst. Ne? Also du gehst raus aus Krankheit und Stress und aus Ärger und Streit. In eine Veränderung, ne? In die Harmonie, in Frieden und Gelassenheit wieder, ne? Ja. Machst eine neue Begegnung.
Ja, vielleicht hast du eine Verabredung nächste Woche. Triffst dich mit jemandem, kriegst einen Besuch, kriegst neue Kontakte. Ne? Ja, Neuanfang, doppelter Neuanfang. Ne? Hier habe ich das Prinzenpaar. Also du gehst in einen Neuanfang. Ne? In die Veränderung nächste Woche. Da kommt eine Veränderung auf dich zu. Ne? Wo du von Gott geführt wirst und beschützt wirst. Ne? Da wird die göttliche Fügung greifen. Geht es denn weiter nächste Woche, liebe geistige Welt? Wie sind die Energien? Meine Nase ist zu. Ja, es dreht sich auch alles um Freundschaft, aber auch der Hund steht auch für Hilfe und Unterstützung. Ne? Vielleicht kriegst du über eine Begegnung für deinen Neuanfang und für die Veränderung Unterstützung. Ne? Ja, die räumen dir zum Beispiel diese Komplikationen aus dem Weg. Ne? Also es kann sein, die Veränderung passiert, ne? Der Neuanfang aber ein bisschen auf Umwegen. Da gibt es Verzögerungen. Geht das denn weiter nächste Woche, liebe geistige Welt? Ja, sei kein Schaf. Hier will dich jemand ausnutzen. Ne? Gib nicht immer die Liebe Friedenswillen nach. Ne? Irgendjemand blockiert dich nämlich hier. Ne? Du gehst aber trotzdem in deine Erfüllung. Ne? Du wirst großes Glück erleben. Da bist du dann, das freut dich halt. Ne? Da bist du dann auch dankbar. Ne? Großes Glück kommt auf dich zu. Holen wir mal noch diese Karte. Ja, Nachrichten, Neuigkeiten. Ne? Eventuell neue Verträge. Ne? Weil die Schriftrolle, du kommunizierst mit jemandem, vielleicht mit einer neuen Begegnung. Ne? Ja. Geht es dann weiter, liebe geistige Welt? Nächste Woche. Ja, kriegst mehrere Möglichkeiten. Ja, kann sein, dass du dich manchmal dann wie in einem Labyrinth fühlst. Ne? Ja, du kriegst aber also auch in einem Labyrinth. Gibt es ja mehrere Ausgänge. Du findest einen Weg, ne? Und bist überall beschützt von der geistigen Welt, ne? Raus aus dem Mangel, raus aus der Unzufriedenheit, der Entbehrung, dem Neid, ne? Und dass du dich verteidigen musst, das Baby. Also du gehst in den Neuanfang, ne? Du erntest, was du säst, Kriegst deinen Lohn für das, was du die ganzen Jahre immer gemacht hast oder Jahrzehnte, vielleicht ein Gewinn oder eine gute Gelegenheit. Vielleicht ist es aber auch nur kleines Geld. Aber ich habe jetzt den doppelten Neuanfang. Also du gehst in einen Neuanfang. So. Kommt eine Veränderung auf dich zu, die wohl die Chance aus dem Mangel führt. Wie geht es weiter vom 23. bis 29.? Liebe geistige Welt. Ach, der Schwerter. Ja, du fühlst dich ein bisschen gefangen, bist im Engpass, finanziell hast Beschränkungen, ne? Kannst dich nicht selbst entfalten, musst vielleicht auch, weil du viel Stress hast oder krank bist, auf eigene Interessen verzichten oder weil dich jemand blockiert, ne? Ja? Vielleicht hast du aber auch eine Beziehung, die wo du nicht so leben kannst, wie du gerne möchtest. Die versteckten Einflüsse, der Bote der Münzen. Also es kommen aber neue materielle, finanzielle, lukrative Angebote, ne? Kriegst praktische Unterstützung, Hilfe, ne? Gute Vorschläge, Geld zu verdienen, ne? Attraktive Chancen. Du gehst in das Ass der Kelche, in die Erfüllung, die haben wir ja hier auch, ne? In dein Glück, in den Frieden. Ne, in dein Seelenheil hast du auch ein glückliches Händchen. Du wirst die große Liebe finden. Ja, wir haben ja hier die neue Begegnung. Ne? Vielleicht ist das die große Liebe. Vielleicht versöhnst du dich aber auch mit jemandem aus der Vergangenheit. Ne? Beruflich kann es sein, dass du erfüllte Aufgaben hast und deine Berufung lebst. So, hier haben wir die Abhängigkeiten. Ne? Also hier ist jemand, der wo dich blockiert, Stress verursacht, dich eventuell sogar krank macht. Ne? Der Teufel, der steht halt für Abhängigkeiten, Schattenthemen.
hier ist jemand in deiner Nähe, der wohl sich Machtkämpfe mit dir abhält, aber auch seine Macht missbraucht, ne? Ja, vielleicht ist dieser jemand auch untreu, ne? Ein Partner oder Ex-Partner. Auf jeden Fall hast du psychische Probleme deswegen bekommen, ne? Ja, fühlt sich ein bisschen ohnmächtig, ne? Jemand, der wohl dem auf buchstäblich Pakt mit dem Teufel eingegangen hat, ne? Aber da gehst du ja raus. Hm? Geht es denn weiter? Ass der Schwerter. Du kriegst in deiner Situation Klarheit, triffst kluge Entscheidungen, kluge Lösungen findest du, kommst zu wichtigen Erkenntnissen, du klärst auch etwas, ne? Nüchtern und sachlich. Also die Schwierigkeiten, ne, die werden erfolgreich gemeistert. Vielleicht kriegst du auch ein bisschen Geistesblitze, ne? Lernst einen Ritter der Stäbe kennen, einen leidenschaftlichen Menschen, ja? Ja, der wohl aber auch ein bisschen zu Temperamentsausbrüchen neigt, ne? Ja, ungeduldig ist, ja. Aufpassen, dass das nicht ein Strohfeuer ist, ne? Und nur heiße Luft. Wie geht es denn weiter nächste Woche, liebe geistige Welt? Aha, ins Ast der Stäbe. Also du kriegst neue spannende Chancen. Du gehst in die Veränderung, neue Begegnungen und neue Möglichkeiten, ne? Abenteuerlich wird's vielleicht, ne? Da bist du auch ein bisschen risikofreudig, kommen neue Herausforderungen. Aber du bist unternehmungslustig. Da ist ein Löwe drauf, zeigst deine Kraft und deine Stärke. Vier der Kelche, ja, weil das, der ganze Stress, wo dich krank gemacht hat, ja, diese Abhängigkeiten, diese Machtkämpfe, ja, die haben bei dir Verdruss ausgelöst, ne, du bist so unzufrieden, ja, wenn du nichts hast, wie sollst du dann auch zufrieden sein, ne, ja, du hast doch auch keine Versöhnungsbereitschaft, bist zornig, ne, ja. Aber pass auf, dass du nicht gute Angebote ausschlägst, ne? Gelegenheiten verpasst, ne? Ja, hier bricht was zusammen nächste Woche, ne? Also hier kommt's zur Befreiung aus beengten Verhältnissen, ne? Abhängigkeiten und so. Hopp, die Karten, die fliegen heute durcheinander, ja? Es kommt zu einer totalen Veränderung, der Schmetterling, zu einem Umbruch. Vielleicht kündigst du deinen Job oder trennst dich von einem nicht guten Partner, ja, ja, die ganze, das ist halt durch Konflikte und Dramatik, ne, ja, du hast ja da mal Träume gemacht, dachtest, oh, mein Leben wird jetzt schön, aber diese Träume sind zerplatzt, ne, auch Projekte, also da kommt es zu einem Befreiungsschlag, Bote der Kelche, du kriegst aber liebevolle Nachrichten, Einladungen, persönliche Gesten, vielleicht mit den Begegnungen da, jemand aus der Vergangenheit, ne, ja, ja, wo Gefühle hochkommen, da kriegst du auch Lob und Anerkennung, vielleicht sogar eine Liebeserklärung und Unterstützung, ne, geht es denn weiter, liebe geistige Welt, nächste Woche, ja, du hast auch gute Aussichten, ne, dass die Veränderung dir gelingt, gute Perspektiven. Du planst langfristig, bist zuversichtlich, ja, planst so mit Weitblick, denkst auch zukunftsorientiert, schaffst dir eine gesunde Basis, eventuell einen sicheren Arbeitsplatz und lukrative Geschäfte. Und hier haben wir nochmal die Welt, ne? Es geht in die Heilung, ne? Ein Zyklus wird beendet, damit du an dein Ziel kommst. Kann sein, dass du auch vielleicht umziehst, in deine Berufung gehst, in die Selbstentfaltung, aber auf jeden Fall in Harmonie und Glück. Du triffst eine Herzensentscheidung, ne? Ja? Kann sein, dass du, weil ich die Liebenden habe, die große wahre Liebe kennenlernen wirst, ne? Wo eine starke Anziehungskraft herrscht, ne? Weil du hast ja eine neue Begegnung, ne? Jo. Und du liebst deine Arbeit, wenn du deine Berufung gefunden hast, ne? Die Beziehung, die wo du da kennenlernen könntest, die ist auf jeden Fall mal geschützt, ne? Ja, hier wird aufeinander zugegangen, ne? Du verliebst dich oder versöhnst dich mit jemandem aus der Vergangenheit. Da waren vielleicht auch früher mal Konflikte, ne? Aber die überwindest du, ne? Du gehst eine neue Beziehung ein, ne? Verbündest dich mit anderen. So.
hört sich ja schon mal gut an. Also wir haben negative Karten, aber auch positive Karten. Gucken wir mal, wie geht es denn weiter nächste Woche. Ja, vielleicht ist es positiv wie negative Überraschung. Ne? Wie geht es weiter nächste Woche, liebe geistige Welt, im Namen Gottes? Für Seelenkollektiv. Ja, es geht in die Selbstbestimmung und in die Selbstverantwortung. Ja. Etwas ist vorbei, da läuft die Zeit ab. Ne? Wahrscheinlich diese Gefahr. Die Gefahr, die wohl Stress, Blockaden, Streit, Ärger und Krankheit verursacht hat. Ne? Das geht vorbei. Ne? Du kannst dich deinem Hobby widmen. Ne? Vielleicht. Oder etwas, was dir Spaß macht. Ich hole mal in der Mitte. Ja, Lügen. Hier lügt dich jemand an. Du deckst Halbwahrheiten auf. Ne? Lügen und Schwindel. Ne? Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Das ist zu viel. Für Seelenkollektiv. Die sind glitschig, diese Karten. Mal aufpassen. Wie geht es nächste Woche weiter? Welche Veränderung gehen wir denn rein? Ja, also du fasst Vertrauen. Entweder zu anderen Leuten, zu schicksalshaften Menschen, die wohl dir jetzt begegnen, aber auch zu Gott. Ne? Weil du bist ja beschützt bei allem, was du tust. Du hast Vertrauen, ja, dass dein Leben besser wird. Ne? Ja, vielleicht in einen neuen Partner. Hm? Ja, in deine Ahnen. Ja, vielleicht beschäftigst du dich auch mit deinen Ahnen und mit der Vergangenheit. Aber die beschützen dich auch, ne? So, du wirst jetzt zur Zauberin deines Lebens. Zauberin bedeutet, es könnte irgendein Wunder passieren, ne? Ja, eventuell mit Geld. Vielleicht kriegst du auch Geld. Geld, neue Gefühle. Ne? Gefühle für einen anderen Menschen, wo du dich verliebst. Hm? Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Wir haben ja die Liebenden, ne? Verliebst dich. Ja, du gehst in die Erfüllung, in die Sonne, in deine Wunscherfüllung. Wunderbar. Ja, ich hatte schon ein bisschen Angst, wie die negativen Karten da kamen, dass das wieder da so nur eine stressige Woche wird, aber du gehst in deine Erfüllung, in dein Glück. Ja? Ja, du hast eine neue Begegnung, das haben wir jetzt zweimal, seht ihr? Begegnung, Begegnung. Ja? Ja, und es kommen auch Meldungen von außen. Ja, Extrablatt, das neue Leben ist da. Wir haben ja auch zweimal den Neuanfang. Ne? Ja, du hast aber auch jemanden um dich, der wohl narzisstisch ist. Jemand sehr egoistisches. Jemand, der über Leichen geht. Ne? Ja, umgibt dich. Toxische Energien halten dich noch auf und blockieren dich. Ne? Aber du gehst da raus. Du gehst in deine Erfüllung. Ne? Das wird kommen. Du wirst Wege finden im Labyrinth. Ja? Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, ein aktiver Fluss kommt. Du schwimmst mit dem Fluss des Lebens. Es kommt Geld, Liebe, neuer Besitz auf dich zu. Ne? Ja, da ist dein Häuschen drauf, Herzchen drauf, Liebe, Geld. Ne? Also du gehst in deine Erfüllung. Ne? Weg von diesem Narzissmus, von diesen negativen Leuten. Du gehst wieder in Feiern und Spaß haben. Ne? Ja? Ja, die göttliche Ordnung habe ich hier. Ja, die ist unveränderbar. Ne? Also das Schicksal greift jetzt ein. Ne? Ja. Geht es dann weiter, liebe geistige Welt? Nächste Woche für Seelenkollektiv. Ja, etwas, was für sehr lange Zeit halten soll. Ne? Vielleicht hast du aber auch sehr lange Zeit irgendwas Negatives mitgemacht. Und das verändert sich jetzt, ne? Ja, mit universeller Hilfe und Beistand,
ne? Dass du in dein Glück gehen kannst, ne? In deine Erfüllung. Ja, etwas wird jetzt mehr. Mehr Liebe, mehr Geld, mehr Zeit, ne? Ja, schöne Dinge halt, ne? Die werden jetzt mehr. Jo, Objekte können auch mehr sein. Objekte, neue Verträge, Geld, Zeit für deine Hobbys, ne? Ja, und das sollst du annehmen, das sollst du ja sagen, ne? Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, wärst ja dumm, wenn du Nein sagen würdest, ne? Wenn dir was Gutes passiert. Weiblicher Aspekt. Ja. Ja, du bist wahrscheinlich einfühlsam, ne? Ja. Hier haben wir wieder den Stress, ne? Da gehst du aber raus, ne? Du gehst in die Liebe. So, und nochmal den Schmetterling. Es kommt zu einer Veränderung. Du erkennst auch, was du verändern sollst. Du blickst durch den Nebel durch, ne? Neue Fülle, eine neue Liebe und neue Chancen kommen in dein Leben. Ja? Ja, und die werden sehr viele Emotionen bei dir hervorrufen. Ne? Tolle Nachrichten, vielleicht über das Handy. Ne? So, und das Ganze passiert bald. Ne? Wo du deinen Weg gehen kannst. Ne? Aus der Manipulation, ja? Von diesen narzisstischen Leuten. Bin ich ja doch neugierig, ziehe doch mehr. Ja, also du gehst in die Fülle. Ja? Das, was du verloren hast, wo weniger geworden ist, die ganze Vernachlässigung, da gehst du raus. Ne? Ja. Du gehst in die Fülle. Ja? Da ist jemand, der wo dich vernachlässigt hat. Ja. Und da wirst du Freude drüber haben. So, und mit dieser Karte höre ich jetzt auch auf. Nein, die hole ich noch. Du gehst auch in deine Berufung. Ne? So, das wär's mal von den Karten. Also Fülle kommt jetzt in dein Leben. Neuanfang, eine Veränderung. Neue Fülle, neue Liebe, neue Chancen beruflich. Ne? Alles wird gut. Du gehst in deine Erfüllung. So, dann hole ich jetzt mal die Impulse. Ja? Auf was können wir nächste Woche da so noch achten? Wenn du Glück haben willst, dann bereite dich stetig darauf vor, dass dir ein glücklicher Zufall begegnen wird, diese Überraschung, ne? Ja? Sodass du diesen Zufall mit beiden Händen greifen kannst, wenn er passiert, ne? Also das Schicksal schickt dir jetzt etwas, ne? Und das sollst du zugreifen, ne? Ja. Wohlstand ist innerer Reichtum, ne? Ja, das sowieso. Und Gesundheit, der sich in äußerem Reichtum ausdrücken möchte bei dir, ne? Ja. Solltest du nächste Woche Probleme mit unseren toxischen Gesellen bekommen, ne? Ja, oder überhaupt irgendein Problem, dann nimm es auseinander und stell fest, welche äußeren Faktoren mit hineinspielen und was du selbst zur Lösung beitragen kannst. Und guck, ob du, dass du selbst natürlich nichts tust, was die Lage verschlimmert, ne? Kann sein, dass du ärgerlich und zornig bist, das haben wir hier auch, Gewitter, ne? Ja, die sind immer ein Zeichen von Angst. Diese Angst verschwindet, wenn du ihr mit Liebe begegnest, ne? Oder mutig bist. Und erinnere dich nächste Woche mal ganz bewusst an schöne Dinge aus der Vergangenheit, ne? Wir haben ja auch eine Vergangenheit, die war, da war ja auch schöne Sache, ne? Ja, da kannst du mal die Augen nächste Woche öfter mal schließen und dich an die Einzelheiten erinnern, ne? Ja. Und denk immer daran, du bist ein gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft und da und kannst dich da ja ruhig und gelassen mit deinen Mitmenschen unterhalten. Egal wie diese von ihrem beruflichen Status her stehen, das sind ja alles Menschen, ne? Und die Gräber haben alle dieselbe Größe, ne? Ja, ja, wer natürlich erfolgreich sein will, der muss ein bisschen die Ärmel hochkrampeln, ne? Dinge auf die lange Bank zu schieben, ist zwar einfacher, als sie anzupacken, führt aber auch dazu, dass du dich unwohl fühlst und dass dann nichts weitergeht, ne? Sorg nächste Woche dafür, dass du das bekommst, was du liebst, ne? Sonst musst du nämlich lernen, das zu lieben, was du bekommst, ne? Ja, und wer immer
nach den von anderen Menschen erstellten Lebensregeln lebt, der kann sich natürlich nicht voll entfalten. Ne? Es ist wichtig, dass du dir deiner eigenen Werte bewusst wirst, ne? Und diese auch so weit wie möglich lebst. Ne? Du gehst ja in die Erfüllung, in neue Fülle, in eine neue Liebe, in die Veränderung, in die Transformation, in ein neues Leben und das Ganze bald. Ne? Ja, genau, ja, freust du dich wieder, ne? So, mit diesen Karten beende ich dann die Wochenlegung, also alles wird gut, ne? Ja, und du wirst überall, wirst du von der geistigen Welt unterstützt, ne? Du gehst in den Neuanfang, ne? Aus Krankheit, Stress, Ärger, Streit und Blockaden, ne? Rein in die Liebe, ja? So, das wär's dann mal von mir, von der Wochenlegung vom 23. bis zum 29.01. Ich freue mich über ein Like, ein Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Ne? Weil das dauert immer ein bisschen, bis das hochgeladen ist. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich die Legung auch teilen, ne? Damit andere auch noch dran teilhaben können. Ne? Ja, also ihr geht wieder in die Freude. Ne? Ja, das ist doch schon mal schön. Ne? Und ihr bekommt überall Beistand von der geistigen Welt. So, das wär's dann mal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Ne? Ja? Ja, und ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche. Ja, wollen wir mal hoffen, dass der Schnee da aufhört. Ne? Ja. Die Veränderung, die könnte eventuell auch im Kollektiv sein. Ne? Da sind ganz viele Leute drauf. Also für uns alle. Und die ist auch für uns alle ein Gewinn. Die Karten haben mich irgendwie noch angezogen, ne? Ich tue immer impulsiv entscheiden, ne? Ja, so, also wir gehen in unser Glück. So, und dieser Jadestein, der steht auch für Glück, ne? Elefanten stehen für Liebe, für Familie, ja? Für, dass du deine Wünsche und Träume sich erfüllen, weil du eine dicke Haut hast. Manchmal gehst du auch in den Rückzug, ne? Das ist ein Schutzstein, ein Obsidian, ne? Damit du dich schützen kannst. Gott ist bei dir, die Fleur-de-Lis, die göttliche Lilie, ja? Ja, du gehst ins Erblühen. Ja? So, das wär's dann mal von mir, dann danke ich euch fürs Zuhören. Tschüss.